Hier ist der Jess und wir haben Donnerstag und ich bin jetzt immer donnerstags für euch da. Genau. Und heute haben wir das Thema, also diese Woche haben wir das Thema, wie sag ich's meinen Eltern? Und da sollen wir halt drüber reden, wie quasi wir das unseren Eltern gesagt haben und ja, unsere eigenen Erfahrungen schildern und so weiter und so fort. Also, dann erzähle ich euch mal, wie das so bei mir war, ne? Also. Bei mir, also es gibt ja immer die Leute, es gibt Leute, die sagen das direkt so, oder es gibt Leute, die können das viel besser in Briefen ausdrücken und sagen das dann ihren Eltern. Genau. Und ich habe das dann gleich meiner Mutter gesagt. Genau. Also ich habe ewig lange rumüberlegt und so weiter und so fort, ob ich mir wirklich sicher bin und so weiter und so fort, bla bla. Und bei mir war das halt auch so, dass ich mich damals mit 15 als lesbisch geoutet hatte. Und meine Mutter halt immer wieder gefragt hat, fühlst du dich wirklich wohl in deinem Körper und so weiter und so fort, weil ich halt nie wirklich so typisch war und hatte halt immer diese Klamotten getragen und habe mich immer wohl gefühlt da drin und wollte halt das ganze andere Zeugs auch nicht haben. Und das hat sie mich immer wieder gefragt und ja, da habe ich mir gedacht, okay, wenn du es sagst, kann es ja gar nicht so schlimm werden, als würde sie halt schon was ahnen. Und wie gesagt, also die hatte auch damals mein allererstes Outing ganz gut aufgenommen. Okay, sie hat sich so gedacht, Phase und so, aber es hat gepasst, ja. Genau, und dann habe ich mir so gedacht, also ich habe das per Telefon gemacht, weil ich da noch in Passau gelebt ha hatte. Und genau, dann. Es war 23 Uhr, also bitte nehmt euch dafür wirklich mehr Zeit im Anspruch. Und ja, meine Mutter wollte es aber wollte es halt unbedingt wissen. Und ich habe mich dann auch nicht so sehr getraut. Ich habe dann so, ja, Mama, ich muss dir was sagen. Und sie hatte die ganze Zeit nachgebohrt und nachgefragt, so, ah, das kann ich jetzt nicht sagen, wir haben nicht so viel Zeit und ja, und dann habe ich halt gesagt, dass ich mich glaube, also damals habe ich gesagt, ich glaube, dass ich halt transsexuell bin und mich, also dass ich, ja, ich fühle mich halt in meinem Körper nicht wohl und so weiter und so fort. Und daraufhin haben wir es irgendwie so gemacht, gesagt haben, komm, wir finden es jetzt erstmal raus, ob das wirklich so ist. Meine Mutter ist dann irgendwie zu ihrer Frauenärztin damals gegangen. Das ist damals, das war auch vor 5 Monaten. Und hat dann sich mal erkundigt bei der Frauenärztin. Und die hat ihr dann Therapeuten empfohlen und da hatte ich dann einen Termin gemacht und so weiter und so fort. Aber in der Zeit wurde mir halt immer mehr klar, es ist so, wie es ist und ich will auch nichts anderes und ich fühle mich auch wohl und es ist toll und ja. Auf jeden Fall, das war dann so der erste Stand gewesen. Ja, wir wollten herausfinden, ob es wirklich so ist. Es ist wirklich so, ja, genau. Und ich habe das dann meiner Mutter auch, solange ich halt noch in Passau gelebt habe, immer versucht zu erklären und so weiter und so fort. Habe gefragt, ob sie mir, also habe gesagt, ich möchte jetzt halt Jess genannt werden und so weiter und so fort, ja. Und meine Mutter hat das halt irgendwie nicht so ernst genommen die ganze Zeit. Hat dann immer gedacht, ja, es ist eine Phase und so weiter und so fort. Was mir bei jeder Diskussion irgendwie wehgetan hat. Ja, und sie nimmt das, also sie weiß, dass es so ist, aber irgendwie nimmt sie es immer noch nicht so ganz ernst. Ja, sie sagt halt meinen Namen nicht und sie übertreibt es manchmal extrem mit den Pronomen, wie das da heißt, und den Namen und das tut mir dann schon echt extrem weh. Und ja. Also wie gesagt, also meine Mutter begleitet mich auch immer also ich habe jetzt einen anderen Psychologen, Therapeuten, wo ich mein erstes Gespräch habe am 27. Oktober und sie begleitet mich auch wirklich immer dahin. Da kann ich nichts sagen, da bin ich wenigstens da froh. Ja, das tut sie schon. Da kann ich halt nichts sagen. Sie macht es, sie tut sich sogar freinehmen dafür, dass er halt mitkommen kann. Ja, aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass sie das mit dem Namen hinkriegt, weil für mich ist es total schrecklich, weil ich bin einfach bei meinem ganzen Freundeskreis geoutet und gehe ich dorthin, bin ich der Mensch,
Und bin ich zu Hause, bin ich da der Mensch. Und das ist für mich total einfach nur, ja, es setzt mir einfach zu, es macht mich fertig, als würde ich in einer Lüge leben. Um das so zu sagen. Es ist hart, aber es ist wirklich so. Genau, das ist die Sache von meiner Mutter. Da kann ich nur sagen, gesagt, sie sagt halt nicht meinen Namen und so. Manchmal bin ich böse und dann sage ich hier, ich heiße Jess und so ist das. Und das mir halt wehtut. Aber ich bin letztendlich auf einer wenigstens froh, dass ich mich halt zu den. Ich kann auch zu alleine zu den Therapeuten gehen oder so. Aber dass sie halt irgendwo da mitkommt und mich halt unterstützt, da bin ich wenigstens froh drüber. Ja, bei meinem Dad war das halt am Anfang so. Bei meinem Dad. Ja, mein Dad hat ja alles meinem Dad gesagt und so weiter und so fort. Ja, und mein Vater hat einfach nicht verstanden. Hä? Vorher warst du lesbisch, jetzt bist du trans, willst du eigentlich uns alle verarschen oder so? Das war wirklich am Anfang so. Und hab dann auch wirklich eine Zeit lang gekämpft, das ist ja quasi akzeptiert und so weiter und so fort. Und es hat auch lange gedauert, bis. Warte, was. Bin schon durcheinander. Ich würde sagen, ja, bis September. Bin wirklich geglaubt, dass ich mir vielleicht nochmal meine Meinung ändere dazu. Das hat er sogar zum Arbeitskollegen gesagt. Also, ja. Ich glaube, er wird seine Meinung auch nicht mehr ändern und jetzt ist auch egal und ja, seitdem ist es halt ganz gut. Wir verstehen uns eigentlich, ja, ganz gut und wir lachen halt auch über gewisse Sachen irgendwie und ja, er sagt schon meinen Namen und so, auch wenn ich manchmal so einen Moment habe, wo ich mir denke, okay, ich fühle mich halt nicht ernst genommen. Es gibt aber auch noch den alten Namen, den er auch oft sagt, aber das Problem ist halt einfach wegen meiner Mutter, er weiß dann auch nicht, soll er das jetzt sagen oder nicht, aber er gibt sich halt schon viel Mühe und ja, steht schon zu mir. Und was ich halt super finde, ist, ich kann mich halt nicht überall outen, ne? So. Und er übernimmt dann halt einen großen Teil davon, also er hat mich jetzt, ja, er hat mich jetzt im ganzen Haus und bei den Nachbarn geoutet. Weil der halt auch mehr mit denen redet als ich so. Ich verstehe mich halt alle mit denen gut und die kennen mich halt auch schon seit ich klein bin. Aber der hat das gemacht und ja, es ist für mich jetzt einfacher und ja. Und die nimmt das auch alle ganz positiv auf und das finde ich halt super. Er outet mich halt quasi in den Ecken, auch in der Verwandtschaft, wo ich gerade nicht hinkomme. Telefonisch oder wie auch immer. Und das macht er halt und ja. Das finde ich halt ganz super. Also meine momentane Situation bei meinem Vater ist halt ganz gut. Bei meiner Mutter ist halt gut, dass sie mich begleitet. Ich wünsche mir halt viel mehr, dass sie jetzt eigentlich das mit den Namen wirklich durchziehen, dass ich mich viel wohler fühlen kann. Aber ich kann bis jetzt erstmal ganz froh sein, dass sie mich nicht rein rausgeschmissen haben, würde ich sagen. Ja. Und das wird sich halt auch mit der Zeit entwickeln. Und ja. Und auch wenn der Therapeut dann quasi sagt, ja, es ist so, weil ich glaube, darauf warten die halt auch noch so ein bisschen. Ja, genau, und dann wird sich das hoffentlich bessern. Auch wenn es dann immer wieder so Momente gibt, wo ich durch gewisse Situationen, und wenn es nur kleine Dinge sind, wenn meine Mutter mal wieder die Sachen mit dem Namen übertreibt oder so, dass ich dann halt down und traurig bin, aber es ist okay, die Situation ist okay. Und das wird sich auch bessern und dabei muss ich mir Zeit geben, auch wenn ich immer wieder darauf hinweise, wie ich heiße und wer ich sein möchte und so fort. Ja, das war's, glaube ich, eigentlich zu dem Thema und das Video ist schon wieder so ewig lang und dann, ja, keine Ahnung. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war es jetzt zu meinem Thema mit den Eltern. Und dann bis nächsten Donnerstag. Adios und auf Wiedersehen.